Für die meisten unsichtbar, verbirgt sich in den Tiefen unserer Seen und Flüsse ein atemberaubender Schatz. Voller Geheimnisse, Rätsel und in seiner Lebensweise nur zum Teil erforscht. Es ist die faszinierende Welt der Fische. Rund 100 Fischarten und 9 Augen leben in Deutschlands Gewässern. Ein Großteil von ihnen ist durch Verschmutzung, Kanalisierung von Flüssen und Lebensraumverlust bedroht. Doch wer kümmert sich um den Erhalt der einzigartigen Unterwasserwelt? Hierzulande sind es vor allem die Angler. Etwa 3 bis 4 Millionen Petri-Jünger gibt es in Deutschland. Darunter rund 1 Million, die in Vereinen und Verbänden organisiert sind. Von den Ausgaben der Angler hängen in Deutschland 52.000 Arbeitsplätze ab. Mehr als von der sonstigen Fischwirtschaft. Die Petri-Jünger sind auch die wichtigsten Besitzer von Fischereirechten. Doch sind sie nicht nur zur Nutzung der Gewässer berechtigt. Die Landesfischereigesetze verpflichten die Fischereipächter auch zur Hege und Pflege der Gewässer. Modern ausgedrückt sind Angler Deutschlands wichtigste Manager von Fischbeständen. Nur wenige wissen über diese wichtige gesellschaftliche und ökologische Bedeutung der Angelei Bescheid. Dem Angeln haftet der Makel des Altmännerhobbys an, das längst nicht mehr zeitgemäß ist. Angler kümmern sich in vielfältiger Weise um Gewässer und ihre Bewohner. Sie engagieren sich zum Beispiel in Renaturierungsprojekten und reinigen die Ufer von Unrat. Eine wichtige Hegemaßnahme, die flächendeckend eingesetzt wird, ist Fischbesatz. Über 20 Millionen Euro investierte die Gesamtheit der deutschen Angelvereine allein im Jahr 2010 in das Aussetzen von gezüchteten oder andernorts gefangener Wildfische. Das ergab eine Studie vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. LKW-weise landen Karpfen, Aal, Hecht, Zander, Lachs, Bachforelle, Weißfische und andere beliebte Angelfische oder bedrohte Kleinfischarten in unseren Flüssen, Seen und Teichen. Doch bringt das aufwendige Engagement tatsächlich die gewünschten Erfolge? Es ist schwer, die Erfolgsaussicht von Fischbesatz vorherzusagen. Zu komplex und vielschichtig sind die Wirkungsgefüge unter Wasser. Und es gibt Kritiker. Zum Teil werden Populationen aus weit entfernten Gebieten miteinander in Kontakt gebracht. Das kann zu unliebsamen Nebenwirkungen führen, wie dem Einschleppen von Krankheiten oder dem Einkreuzen gebietsfremder Gene. Ein Verlust genetisch angepasster Populationen als Folge von Besatz könnte die Folge sein. Was unter Praktikern als übliche und nötige Maßnahme gilt, lässt daher manche Naturschützer Alarm schlagen und wird auch vom Fischereiprofessor Robert Arlinghaus kritisch hinterfragt. Um das Problemfeld zu lösen, muss man eigentlich einen Ideologie-Konflikt lösen. Ja? Weil man muss sich das so vorstellen, die Fischerei hat natürlich Ziele, wenn sie ihre Gewässer bewirtschaftet. 2 große Ziele. Das erste ist, fischereiliche Nutzung natürlich zu erhalten. Und zweitens, die Art, den Fischbestand naturnah zu entwickeln. Das schreibt ja auch das Fischereigesetz vor. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass man sagt, aus fischereilichen Interessenslagen, ich möchte halt auch zum Beispiel den Karpfen in meinem Gewässer befischen und ihn in einer gewissen Häufigkeit im Bestand auch erhalten, in der Regel durch Besatz, weil er sich in der Regel nicht natürlich aufkommt oder nicht in nennenswerten Mengen. Und das ist dann eine gute fischereiliche Bewirtschaftung aus fischereilicher Sicht, ja? Weil man ja einen begehrten, nach Naturschutzgesetz auch heimischen Fisch im Bestand erhält. Der Naturschützer wiederum wird manchmal diese Praxis sehr stark ablehnen, weil es vermeintlich nicht heimischer Fisch ist, zum Beispiel, und weil man eben das natürliche Gefüge deswegen verändert und vielleicht auch drittens durch Wühlaktivitäten und so eventuell Wasserqualitätsaspekte beeinträchtigt. Wir wissen aus der Literatur, dass das erst bei 100, 150 Kilo pro Hektar überhaupt ein Problem wird. Aber der Fakt an sich, dass man Besatz mit Karpfen macht, führt dann schon zu konträren Positionen. Längst ist es an der Zeit, die Kontroversen zwischen Naturschutz und Fischereiinteressen durch Fakten aufzulösen. Das finden einige junge Forscher vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin, kurz IGB. Im Jahr 2010 gründen sie das Forschungsprojekt Besatzfisch und machen es sich zur Aufgabe, gute von schlechten Besatzmaßnahmen zu trennen.
4 Jahre wollen sich die Wissenschaftler Zeit nehmen, um die ökologischen und ökonomischen Ausmaße des Fischbesatzes in der deutschen Angelfischerei zu ermitteln. Oberstes Gebot dabei: Die Angler sollen von vornherein mit ins Boot geholt werden. Gemeinsam forschen und voneinander lernen ist das Ziel. Darüber hinaus will das Projekt seine Methoden für diesen Hand-in-Hand-Ansatz kritisch untersuchen. Findet ein Wissensaustausch statt? Und wenn ja, wie kann der optimal gestaltet werden? Dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gefällt das Vorhaben. Besatzfisch wird im Programm für sozialökologische Forschung gefördert. Alle hier geförderten Projekte haben 2 Besonderheiten. Erstens sind den Forschern die Grenzen klassischer Fächer egal. Sie forschen disziplinübergreifend. Das ist in der Wissenschaft selten, aber für eine Forschung, die nachhaltige Lösungen für Umweltprobleme sucht, elementar. Im Besatzfischteam arbeiten daher Fischereibiologen, Soziologen und Psychologen Hand in Hand. Eine 2. Besonderheit: Die Forschungsgruppe um Professor Dr. Robert Arlinghaus forscht und lernt gemeinsam mit Anglern an ihren Gewässern. Weg vom Elfenbeinturm, rein in die Praxis. Also wir haben natürlich Angelfischerei untersucht und die Berührung zu Anglern waren dann eben zum Beispiel Beteiligung an Umfragen oder Ähnliches. Aber dass man wirklich ganz konkret auch Forschungsfragen zusammen entwickelt, an den von den Anglern bewirtschafteten Objekten, den Gewässern, Experimente durchführt, Diskussionsrunden macht und somit einerseits Erkenntnisgewinn, aber auch Informationsaustausch pflegt, das in dieser Tiefe und Intensität der Zusammenarbeit ist zwar völlig neu. Und das ist tatsächlich auch insgesamt in den Umweltwissenschaften ein sehr neuer Forschungszweig der sozial-ökologischen Forschung, wo eben die Betroffenen vor Ort nicht nur als Informanten gesehen werden, sondern eben als wichtige Bestandteile des Erkenntnisgewinnungsprozesses, weil das Erfahrungswissen vor Ort uns verborgen bleibt als Wissenschaftler, weil es Probleme sind vor Ort, die wir vielleicht gar nicht kennen. Also hier sind natürlich die Akteure vor Ort extrem wichtige Komponenten der Lösung. Begleiten Sie das Besatzfischteam und seine Angelvereine auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung. Auf eine Forschungsreise quer durch die Tiefen unserer Gewässer, bei der auch der Mensch am Wasser nicht zu kurz kommt. Die Petri-Jünger vom Sportfischerverein Früh auf Bramsche. Gemeinsam mit 18 weiteren Angelvereinen in Niedersachsen sind sie seit Anfang 2011 bei Besatzfisch dabei. Die Zusammenarbeit ist aufwendig. Über 3 Jahre sind die Angler ehrenamtlich im Einsatz. An zahlreichen Wochenenden bieten sie unbezahlte Unterstützung bei Freilandversuchen, besuchen und gestalten Workshops und beantworten geduldig immer wiederkehrende Umfragen der Forscher. Besatzfisch sucht Antworten auf folgende Fragen. Kann Besatz Fischbestände und Anglerfänge tatsächlich steigern? Gibt es genetische und andere ökologische Risiken durch Fischbesatz? Wann sollte auf Besatz verzichtet werden? Wann ist er angeraten? Welche Alternativen zu Fischbesatz gibt es? Durch ihre Beteiligung am Projekt lernen die Angler, wie sie ihre Bewirtschaftung anpassen und nachhaltiger gestalten können. Das heißt, fischereilich effektiver, risikoärmer und ökonomisch effizienter. Was hat es mir gebracht? Viele neue Erkenntnisse, die ich vorher nicht wusste. Vorher bin ich immer ans Wasser gegangen, hab meinen Köderfisch dran gebastelt, hab den reingeschmissen. Okay. Und dann, mich hat das auch interessiert, was da alle gemacht wird mit den DNA-Proben und das und dann. Da bin ich ja mit Begeisterung dann jedes Mal dabei beim E-Fischen. Das ist für mich äußerst interessant gewesen. Ich denke schon, also, dass sich da was verändern wird. Man wird jetzt die Besatzpolitik vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen sehen, dass ein Teil so bei Raubfisch und sowas es nichts bringt. Über langere Sicht, also längere Sicht, also dass man Besatz macht. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Regelmäßige Seminare und Workshops sind ständige Begleiter des gesamten Forschungsprojektes. Hier tauschen Wissenschaftler und Angler Erfahrungen aus und planen gemeinsam die Experimente. Doch auch ein bisschen Theorie muss sein. Die Forscher erklären zum Beispiel,
die Grundlagen der Fischbestandskunde und erläutern, warum sie vorschlagen, gerade mit den Modellfischarten Hecht und Karpfen Besatzexperimente durchzuführen. Was sind die Gründe für die Wahl dieser Modellarten? Fischarten wie der Hecht pflanzen sich in den heimischen Gewässern in der Regel selbstständig fort, wenn auch manchmal auf geringem Niveau. Hechte sind dabei auf Wasser- und Uferpflanzen angewiesen. Der frisch geschlüpften Brut bieten Wurzelwerke oder Unterwasserpflanzen Schutz vor Fraßfeinden. Stark ausgebaute Gewässer bieten diese Unterstände nicht. Die Brütlinge verschwinden, bevor sie zu laichfähigen Individuen heranwachsen konnten. Besatz soll dann als Ausgleich der Fortpflanzungsengpässe dienen. Ausgleichsbesatz nennt man diese Art von Fischbesatz, die in sich noch natürlich reproduzierenden Fischbeständen mit Fortpflanzungsengpässen stattfindet. Solch ein Besatz ist auch bei anderen beliebten Angelarten wie Zander und Bachforelle üblich und verbreitet. Es ist daher wichtig, die Erfolgsaussicht von Ausgleichsbesatz am Beispiel des Hechtes auf den Prüfstand zu stellen. Anders verhält es sich mit nicht im Gewässer natürlicherweise aufkommenden Fischarten. Dazu gehören zum Beispiel der Karpfen oder Aale in geschlossenen Seen, die zum Laichen ins Meer wandern müssten. Ohne Besatz würden diese Arten aus dem Gewässer verschwinden. Fachleute sprechen in diesem Fall von Erhaltungsbesatz. Auch der ist in der Angelfischerei üblich, zum Beispiel bei Karpfen und Regenbogenforellen, und soll in Besatzfisch ebenfalls auf seine Erfolgsaussicht untersucht werden. Die 1171. Um die Experimente mit Karpfen und Hecht umzusetzen, arbeitet Besatzfisch mit 5 seiner 18 Kooperationsvereine besonders intensiv zusammen. Nach Projektende sollen die Angler dieser Vereine dazu in der Lage sein, selbst eine sogenannte anpassungsfähige Hege und Pflege zu planen und durchzuführen. Was ist jedoch damit gemeint? Eine gute Bewirtschaftung der Gewässer richtet sich nach gesetzlichen Vorgaben, den Zielen des Angelvereins und den Eigenschaften der Teiche, Seen und Flussabschnitte. Dabei gibt es so viele lokale Besonderheiten, dass kein Lehrbuch der Welt für jeden Fall die exakt richtige Maßnahme bereithalten kann. Richtig ist relativ und hängt von einem komplexen Wirkungsgefüge ab, das von Gewässer zu Gewässer und von Verein zu Verein variiert. Außerdem ist der Ausgang von Maßnahmen wie Fischbesatz nicht konkret voraussagbar. Ökosysteme unterliegen zufälligen Umweltereignissen, wie Temperatureinbrüchen im Frühjahr zur Laichzeit oder unvorhergesehenen Wasserstandsschwankungen. Eine moderne Gewässerbewirtschaftung versteht sich darum als ein ständiger Lernprozess. Jede Maßnahme ist ein Experiment und Erfolge wie Misserfolge sind wichtige Erlebnisse, um eine optimale Bewirtschaftung auszuloten. Das ist das Grundprinzip der lernfähigen Hege und Pflege, das man auch als adaptives Management bezeichnet. Für die ideale Gestaltung solch eines Versuch-macht-klug-Ansatzes gibt es hilfreiche Ablaufschemata, die im Besatzfischprojekt zusammen mit den Anglern entwickelt und umgesetzt wurden. In der Natur ist alles ziemlich variabel und unvorhersehbar in vielen Fällen. Also man kann gar nicht von Anfang an die beste Managementmaßnahme identifizieren. Man muss also immer sozusagen ein Management auch als Experiment verstehen. Und adaptives Management heißt nun, dass man also einen ganz strukturierten Prozess macht, um eine bestimmte Maßnahme zu identifizieren, angesichts vorher definierter Ziele, diese Maßnahme auch hinsichtlich der Erfolgswahrscheinlichkeit sozusagen abzuwägen und vielleicht auch Alternativen in Betracht zu ziehen und dann diese Maßnahme umzusetzen und zu evaluieren. Das heißt, dass man hat wirklich eine Erfolgskontrolle in dem Prozess drin, um zu gucken, wie hat sich das denn jetzt, welchen Erfolg oder Misserfolg ist denn nun entstanden? Und das führt dann eben in einem Zirkelschluss sozusagen dahin, dass man eventuell die Ziele auch wieder anpasst, nachdem man eben geprüft hat, ob das überhaupt von Erfolg geprägt ist. Und das funktioniert, oder das ist der ideale Prozess, weil man eben eine sehr hohe Unsicherheit hat. Man weiß nicht, ob Fischbesatz erfolgreich ist oder nicht. Die Natur ist so variabel. Es gibt sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die kann man nicht am Schreibtisch sozusagen vorwegsehen. Und das ist eben adaptiv. Das heißt, man ist immer anpassungsfähig an neue Bedingungen. Ja? Und das ist so die Philosophie dahinter. Während des Projektes durchlaufen Forscher und Angler gemeinsam die 4 zentralen Stationen einer lernfähigen Hege und Pflege. Die Besatzexperimente mit Hechten und Karpfen dienen als Beispiel.
Doch gilt das Prinzip dahinter grundsätzlich und kann auch zur Planung von Schonmaßnahmen oder Renaturierungsprojekten eingesetzt werden. Die Ziele des gemeinsamen Versuchs von Besatzfisch sind Erhöhung der Bestände von Hecht und Karpfen durch Besatz. Um vergleichbare Experimente durchführen zu können, muss jedoch zunächst der ökologische Zustand der Gewässer ermittelt werden. Gemeinsam mit den Angelvereinen vor Ort führen Fischereibiologe Daniel Hühn und sein Helferteam im Frühjahr 2011 solch eine Analyse durch. Untersucht werden pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Nährstoffgehalt und natürlich auch die Struktur der Gewässer in Bezug auf Pflanzenbewuchs und die Verfügbarkeit weiterer Versteckmöglichkeiten im Uferbereich, was insbesondere für Junghechte von großer Bedeutung ist. Mit diesem Echolot nehmen wir die Gewässerbodenstruktur auf. Man sieht hier einmal die Gewässertiefe und auch die Wassertemperatur wird mit aufgezeichnet. Und mit Hilfe dieser Daten können wir dann Tiefenkarten für die Gewässer erstellen und aber auch zum Beispiel den Deckungsgrad mit Wasserpflanzen messen. Mittels Elektrofischerei und Stellnetzen ermitteln die Biologen zudem, wie viele Fische bereits in dem Gewässer leben und ob sie sich natürlich fortpflanzen. Für die Vereine sind das interessante Informationen. Sie haben selten selbst die Möglichkeit, solche technisch aufwendigen Erhebungen durchzuführen. Also wir fanden das erstmal schon ganz klasse, dass wir auch viele Informationen über unsere Gewässer erhalten aus diesem Projekt. Weil es werden ja Gewässeranalysen gemacht, es wird ja Kontrollfischen gemacht. Und wir sehen erstmal, was für eine Bestände haben wir überhaupt in unseren Gewässern, was für eine Struktur, was für eine Wasserqualitäten. Und da haben wir uns auch gedacht, das wäre auch ganz toll, wenn wir das wissen. Daran können wir auch nachher den Fischbesatz für die nächsten Jahre planen und auch eben gucken, wie können wir unsere Gewässer auch verbessern, ne? Um auch nachhaltig hier vernünftig zu angeln, wieder mal. Struktur- und nährstoffreiche Gewässer, so wie hier in Stapel bei Lüneburg, als auch strukturarme Vereinsgewässer, werden gleichzeitig in die Besatzexperimente mit einbezogen. Denn die Forscher haben eine Vermutung. Der Hecht ist ein Kannibale. Nach dem Motto, groß fürs klein, macht er auch vor den eigenen Artgenossen keinen Halt. Junge Hechte sind darum auf Versteckmöglichkeiten, zum Beispiel in Wasserpflanzen, angewiesen. Ziel eines frisch geschlüpften Hechtbrütlings ist es, diese kritische Zeit zu überleben und zu einem großen Fisch heranzuwachsen, der sich vor Fressfeinden nicht zu fürchten braucht und sich vermehren kann. Wenn in einem Gewässer bereits sehr viele Hechte leben, sinkt die Chance, einen guten Unterschlupf zu finden, und die Wahrscheinlichkeit, gefressen zu werden, steigt. Denn es herrscht eine hohe innerartliche Konkurrenz. Die Forscher vermuten, dass Besatz in einem Gewässer mit viel Pflanzenwuchs, genannt strukturreiche Gewässer, und einem hohen natürlichen Hechtaufkommen wirkungslos bleibt. Die Neuankömmlinge werden schlicht verdrängt, ist ihre These, die es aber noch zu überprüfen gilt. Doch wie sieht es in strukturarmen Gewässern mit wenigen Unterwasserpflanzen und Uferbewuchs aus? Haben dort die besetzten Hechte, die nicht mit natürlich aufkommenden Konkurrenten rivalisieren müssen, eine Chance? Oder gilt auch hier, der fremde Fisch bleibt auf der Strecke, weil es wenige Versteckmöglichkeiten gibt? Die Meinungen über die Erfolgsaussicht von Besatz gingen in den Workshops munter hin und her. Bei der lernfähigen Hege und Pflege sind solche Diskussionen erwünscht. Es herrscht eine Unsicherheit, die, wenn auch manchmal schwer zu ertragen, der Motor ist für solch einen Versuch macht klug Ansatz. Ja, nee, da haben die da komplette Brücken reingehauen. Das brauche ich schon, aber das ist sehr positiv. Nee. Das ist ja also für Unterstände. Unterstände sind da genug drin, durch den Bauschutt. Ne? Doch zusätzlich zum biologischen Ist-Zustand interessiert sich Besatzfisch auch für die Einstellungen und Meinungen der Angler. Denn ihre Bedürfnisse und Vorstellungen sind ebenso wichtig für die Planung und Bewertung von Besatzmaßnahmen. Für die Mitarbeiter des Besatzfischteams eine gigantische Sisyphos-Arbeit. Kiloweise Fragebögen müssen dafür verpackt, adressiert, verschickt
und später in mühevoller Kleinarbeit ausgewertet werden. Nach der Auswertung der riesigen Datenmenge steht fest, die Mehrzahl der Angler hält Fischbesatz generell für sinnvoll, auch mit Hechten. Auch wird der Besatz speziell mit Hecht durchaus erfolgreich eingeschätzt. Damit ist nicht nur belegt, dass Fischbesatz ein großes und wichtiges Thema in der Gewässerbewirtschaftung ist, sondern auch, dass ein Experiment zur Erfolgsaussicht von Hechtbesatz für die Angler relevant ist. Auch zeigen die Umfrageergebnisse deutlich, wie ernst Deutschlands Petri-Jünger ihre Hege- und Pflegepflicht nehmen. Sie investieren viel Zeit und Geld in bestandsstützende Maßnahmen. Eine Evaluation der Besatzerfolge ist ökologisch und ökonomisch von großer Bedeutung. Zurück zum Sportfischerverein Frühauf Bramsche. Anhand der erhobenen fischereibiologischen Daten zum Ist-Zustand der Vereinsgewässer erfolgt hier im Herbst 2011 schließlich die Besatzplanung. An der Seite der Wissenschaftler legen die Angler die Besatzmengen an Karpfen und Hechten fest und prognostizieren auch den erwarteten Erfolg. Wird der Fischbesatz tatsächlich zu einer nachhaltigen Steigerung der Bestände führen? Werden die Satzfische die Wildfische gar verdrängen und stehen die Kosten überhaupt in Relation zum Aufwand? Manche Angler fürchten einen Überbesatz. Andere wollen bestimmte Gewässer für andere Arten als Hechte und Karpfen entwickeln. Am Ende der Diskussion kristallisieren sich wohlbegründete Lösungen heraus. Diese Art von gemeinsamer Entscheidungsfindung ist für eine lernfähige Hege und Pflege von großer Wichtigkeit. Also Temperatur auch okay, ja. Hechtsee ist ganz klar und sowas. Da wäre auch vor, wenn das Hochwasser kommt wie letztes Jahr, höhere Gewalt, dann sind wir, das können wir ja nicht vorausplanen. Die lebhaften Diskussionen öffnen den Anglern die Augen für die ungeheure Komplexität des Fischereimanagements und des Themas Fischbesatz. Vieles kennen sie schon aus dem guten alten Bauchgefühl. Vieles wurde schon immer so gemacht, doch das Forschungsprojekt Besatzfisch macht ihnen vieles Unbewusste erstmalig bewusst. Ganz konkret in den Vereinen würden wir ganz gerne diese Philosophie des adaptiven Managements als Ergebnis hinterlassen. Wir haben es dann eben am Beispiel vom Fischbesatz mal durchexerziert, aber der Verein soll natürlich diesen Prozess verinnerlichen, um zu sagen, gut, in der Zukunft ist vielleicht eine Fangbeschränkung, man möchte das Mindestmaß erhöhen. Und es gibt eine Gruppe von Anglern, die sagt, oh, das Mindestmaß muss erhöht werden. Und die andere Gruppe sagt, nein, das muss erniedrigt werden. Also, dass da eine Unsicherheit da ist und dass der Verein in der Lage ist, dann sozusagen sein eigenes Experiment zu machen, indem er vielleicht ein paar Gewässer das Mindestmaß erhöht, ein paar nicht erhöht und durch Evaluation über die Fangmeldung dann herausfinden kann, hat es einen Effekt gehabt. Das war die 40. 4741. Jetzt geht es ans Eingemachte. Unter den wachsamen Blicken der Angler besetzen Daniel Hühn und Thilo Pagel vom IGB Berlin den Buschmühlenteich bei Helmstedt. Der Buschmühlenteich ist ein Gewässer, welches den Hechten viele Unterstände und Laichmöglichkeiten bietet. Und der Teich hier zum Beispiel, die Buschmühle, hat einen unwahrscheinlich guten Hechtbestand und wir wollen jetzt quasi probieren. Nach Forschung oder nach Erfahrungswerten ist es so, wenn man einen gut besetzten Teich besetzt, wird er nicht besser. Das ist jetzt quasi so der Hintergrund von dem Versuch, ja. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass gerade im Buschmühlenteich schon ein natürlicherweise hohes Aufkommen an Junghechten anzutreffen ist. Durch den durchgeführten Besatz mit 70 Junghechten pro Hektar wurde der Junghechtbestand im Buschmühlenteich künstlich verdoppelt. 5, 7. Werden die zahlreich eingesetzten Fische überleben und wird dieser Besatz zu einer Bestandserhöhung beitragen? Die Forscher gehen davon aus, dass der Besatz zu Konkurrenz zwischen den Junghechten führt und die erhöhte Bestandsgröße durch Kannibalismus auf eine gewässerspezifische Junghechtbestandsgröße herunterreguliert wird. Und um das zu erfassen, wurden die Fische mit kleinen Fähnchen und Mikrochips markiert. Jeder mit einer individuellen Nummer. So können die Individuen bei späteren Wiederfängen durch die Forscher oder Angler identifiziert werden und Überleben und Wachstum als Anzeiger für den Besatzerfolg bestimmt werden.
Und jetzt die Nummer 6514. Und zuerst bekommt ihr eine interne Markierung. Das ist ein kleiner Chip, den auch Hund und Katze kriegen. Den setze ich im Genick unter die Haut. Man kann diesen dann mit Hilfe dieses Geräts auslesen. Und der Fisch hat die Nummer 6255. Da die Angler das aber schwer erkennen können, werden die Fische doppelt markiert, individuell. Und für die Angler eine externe Markierung sind diese Floytex, die zwischen die Flossenträgerstrahlen gesetzt werden, dort verankert werden. Die Nummer dieses Fisches ist 2559. Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Hier bereiten die Wissenschaftler vom Besatzfischteam die Praxisversuche in den Angelvereinen vor und ergänzen diese auch durch eigene Experimente. Ein ganz besonderer und technisch äußerst aufwendiger Versuch ermöglicht erstmals einen Einblick in das Verhalten von Fischen unter der Wasseroberfläche. Dazu werden ausgewachsene Hechte aus dem Versuchssee und fremde Hechte aus anderen Gewässern mit Peilsendern versehen. Ziel ist es herauszufinden, ob sich die Neulinge gegenüber den alten Hasen durchsetzen können und wie sie sich nach Besatz verhalten. Insbesondere ist es interessant, ob sich die fremden Hechte in ihrem neuen Gewässer auch vermehren und somit zum zukünftigen Hechtbestand beitragen. Es ist komplettes Neuland. Also es gibt natürlich die Diskussion, ob es eine Lokalanpassung gibt, das heißt, sich Fische natürlich eben auch genetisch und vom Verhalten und von der ganzen Ökologie an ein Gewässer anpassen, demzufolge es gut kennen und dann eben externe, neue, fremde Fische auskonkurrieren sollten. Und genau das wollen wir eigentlich prüfen, ob das der Fall ist oder ob das beim Hecht vielleicht gänzlich anders ist, weil die Fische natürlich genetisch, die wir hier besetzen, aus einer ähnlichen Region kommen, ähnliche Gewässer auch erfahren haben und vielleicht auch genauso gut klarkommen in ihrer neuen Umwelt. Also wir wollen wirklich gucken, ob Besatz mit relativ robusten Fischgrößen, also Laichfischen, erfolgreich ist oder nicht. Eine komplizierte Fragestellung, die nur mit komplizierter Technik zu entschlüsseln ist. 5, 4, 4, 9. Dafür werden die Hechte zu Hightech-Rittern umgerüstet. In ihre Bauchhöhle implantieren die Forscher winzige, nur 12 Gramm leichte akustische Sender. Diese dienen zur späteren Positionsbestimmung der Fische. Die Nachkommen werden mittels DNA ihren Eltern zugeordnet, um so den Reproduktionserfolg zu messen. Nach weniger als 3 Minuten ist die OP zu Ende. Die Bauchhöhle wird wieder zugenäht und für die Patienten geht es jetzt weiter zu einem der Versuchsseen des Berliner Leibniz-Institutes für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Hier werden die besenderten Hechte ausgesetzt. Der Clou: auch einige Seehechte wurden zuvor gefangen, transportiert und dann wieder in das gleiche Gewässer ausgesetzt. So kann das Team auch die Auswirkungen des Transportstresses messen. Der durchschnittlich 4 Meter tiefe und 25 Hektar große See ist ein idyllisches Fleckchen Erde. 20 Unterwassermikrofone sind im Einsatz, die die Ultraschallsignale der Fische empfangen und speichern. Und mit Hilfe dieser Hydrophone werden die Signale, die in die akustischen Sender, die in den Hechten implantiert sind, aussenden, empfangen. Und mit Hilfe dieser Hydrophone und eigentlich der unterschiedlichen Ankunftszeit des Signals an mindestens 3 Hydrophonen können wir dann den Aufenthaltsort der Hechte bestimmen. Per Triangulation kann so jeder Hecht wiedergefunden und sein Verhaltensmuster sowie Bewegungsablauf studiert werden. Die wesentlichen Erkenntnisse der Forscher. Alle besetzten Hechte zeigten im Vergleich zu den heimischen Tieren, die nicht dem Transportstress ausgesetzt waren, geringes Überleben im ersten Winter nach Besatz. Während alle heimischen Hechte bis zur Laichzeit überlebten, schafften es unabhängig von der Herkunft nur 80% aller besetzten Hechte, den ersten Winter zu überstehen. Den Besatz- und Transportstress steckten also auch große Laichtiere nicht einfach so weg. Allerdings vermehrten sich die überlebenden Besatzhechte ähnlich gut wie die Wildhechte und trugen so ihren Beitrag zur nächsten Fischgeneration bei.
Wer sich als Laichhecht nach Besatz einmal etabliert, kann über Reproduktion die Population erhalten helfen oder je nach Herkunft des Besatzmaterials auch zur Einkreuzung fremder Gene beitragen. Ein weiteres Forschungsprojekt innerhalb von Besatzfisch arbeitet mit nahezu kriminalistischen Methoden. Bewaffnet mit Pipette und Reagenzglas fahndet der Wissenschaftler Dr. Erik Eschbach nach den Verwandtschaftsbeziehungen von Hecht und auch von Zander. Die Frage, die ihn umtreibt, sind lokale Populationen genetisch an ihre Umgebung angepasst? Wenn nicht, hätte Besatz mit diesen Arten keine genetischen Risiken. Wenn aber doch, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, Besatz mit genetisch schlechter angepassten Fremdfischen ist problematisch. Heimische Fische sind perfekt an ihren Lebensraum akklimatisiert. Sie sind stark und robust und produzieren erfolgreich viele ebenso starke Nachkommen. Kreuzen heimische Fische mit Besatzfischen, die an andere Gegebenheiten angepasst sind, kann die Population langfristig geschwächt werden, weil Nachkommen entstehen, die nicht so gut im Gewässer überleben können. Zweitens, Besatz mit genetisch schlechter angepassten Fremdfischen ist vollkommen wirkungslos. Denn der fremde Besatz ist unter Umständen nicht in der Lage, sich gegen die heimischen Herrscher durchzusetzen. Eine Einkreuzung findet gar nicht erst statt. Und genetischen Analysen, die ich hier mache, die zielen im Prinzip darauf ab, anhand von bestimmten genetischen Markern Unterscheidungsmerkmale zu suchen zwischen den Populationen, wenn sie vorhanden sind. Das war vorher nicht klar, weil eben, wie gesagt, viel Besatz gemacht worden ist und das kann potenziell dazu führen, dass eben die Populationen sich angleichen genetisch, dass sie immer ähnlicher werden. Man hat dann so einen Homogenisierungseffekt, was genau das Gegenteil ist von dem, was die Natur eigentlich auch anstrebt, eine gewisse Biodiversität zu haben, selbst innerhalb der Art. So, und jetzt wollen wir halt gucken, ist diese Diversität noch vorhanden in den einzelnen Populationen, in den verschiedenen großen Flusssystemen, oder ist das durch Kreuz- und Querbesatz alles mehr oder weniger eine Einheit geworden, die sich auch gar nicht mehr genetisch auflösen lässt? Flossenproben sollen die Antwort liefern. Mit dessen Hilfe untersucht Erik Eschbach zum Beispiel, ob die Wildfische in den Seen der Angelvereine genetisch denen in der näheren Umgebung entsprechen oder ob sie ganz und gar einen anderen Genotyp zeigen. Eine mühevolle Laborarbeit. Außerdem hat der Molekularbiologe aus nahezu jedem größeren Fluss in Deutschland Proben von Hechten und Zandern gesammelt. Hunderte Probengefäße mit Flossenproben von Hechten und Zandern stapeln sich in den Archiven des Berliner Institutes. Hier sind wir bei 2500 irgendwas angekommen. Also das ist zum Beispiel jetzt hier eine Hechtprobe von der Donau. Also wir haben praktisch von allen großen Flüssen jetzt Proben, die wir untersuchen können und dann schauen können, wie divers sind die Hechtpopulationen hier in Deutschland. Jede Probe liefert einen individuellen genetischen Fingerabdruck. Nur so lässt sich eine Art Stammbaum für jede der untersuchten Fischarten entwickeln. Ein einmaliges Vorhaben innerhalb von Besatzfisch mit erstaunlichen Ergebnissen. Also das war ein bisschen überraschend für uns auch. Man sieht jetzt, dass eigentlich analog zum Zander drei genetische Linien gefunden werden können. Und die lassen sich wiederum zuordnen. Das ist ganz genauso wie beim Zander, dem Donaueinzugsgebiet, der Oder und der Elbe. Und in diesen Gebieten sind auch die entsprechenden genetischen Anteile, also zum Beispiel in der Donau ist der Donauanteil, Genanteil sehr hoch. Genauso ist es bei Elbe und Oder. Man sieht dann in den übrigen Einzugsgebieten, dass wir dort eine Mischung dieser drei genetischen Linien vorliegen haben. Das ist auch so wie beim Zander. Und das war ein bisschen überraschend, weil wir beim Hecht eine ganz andere Ausbreitung hatten, also nach der Eiszeit verglichen mit dem Zander. Der Zander ist nämlich nur bis zur Oder und Elbe gekommen. Elbe war so die westlichste Grenze, die Donau war die nördlichste Grenze. Und der Hecht hat sich weiter ausgebreitet. Von daher hätte man erwartet, dass es entweder mehr genetische Linien gibt oder ein homogeneres Bild, dass sich diese genetischen Linien einfach mehr vermischen. Und das wäre eigentlich auch das Typischere gewesen für den Hecht, weil dort auch bekannt ist, dass der genetisch nicht so variabel ist wie andere Fischarten. Trotz intensiven Besatzes in nahezu allen Gewässern Deutschlands findet man noch klare genetische Linien, die sich deutlich voneinander unterscheiden lassen. Aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass sich ursprünglich getrennte Linien teilweise genetisch vermischt haben. Ein untrügliches Zeichen dafür,
dass durch Besatz und die Verbindung von Einzugsgebieten über Bundeswasserstraßen natürliche Barrieren überwunden werden. Ja, man kann vielleicht noch schlussfolgern, dass wenn tatsächlich mit Exoten besetzt worden ist, und mit Exoten meine ich jetzt zum Beispiel Hechte aus der Donau oder Hechte aus Polen oder aus Dänemark, dass sich deren Genetik nicht durchgesetzt hat, worauf man wiederum rückschließen kann, dass vielleicht der Besatz mit solchen gebietsfremden Hechten wenig Sinn macht, weil sie sich eben nicht durchsetzen. Der beste Weg, sowohl krankheitsbedingte als auch genetische Risiken zu minimieren, ist, die lokalen Bestände selbst zu züchten und später wieder in die eigenen Gewässer einzubringen. Doch die Technologien und Möglichkeiten, die eigenen wildgefangenen Fische selbst zu vermehren, aufzuziehen und zurückzusetzen, sind von den meisten Angelvereinen aus zeitlichen und finanziellen Gründen kaum umsetzbar. Trotzdem bleibt dies der beste Weg, auch im Hinblick auf den Erhalt der natürlichen genetischen Vielfalt in den heimischen Gewässern. In Emden praktiziert ein Angelverein gemeinsam mit einem Berufsfischer ein solches Vorzeigeobjekt. Hier werden Junghechte gezüchtet aus den eigenen Beständen der Wildfänge. Das heißt jedoch längst noch nicht, dass diese dann zwangsläufig in den Bestand hereinwachsen, überleben und den Bestand steigern. Vielleicht ist das Naturaufkommen der Wildhechte schon stark genug, um auskonkurriert, gefressen oder gar verdrängt zu werden. Zweitens mehren sich die Hinweise, dass selbst kurze Phasen unter unnatürlichen Bedingungen, Anführungsstrichen, zum Beispiel im Zuckerglas bei der Erbrütung, oder dann in der Anfütterungsphase von den Larven, dass diese hohe Dichte und diese relativ unnatürliche Umwelt dazu führt, dass die Fische nicht optimal angepasst sind an das Überleben in der Natur und dann in den ersten Tagen nach dem Besatz eine hohe Sterblichkeit erfahren. Und in der Tat zeigte ein Teichexperiment von Besatzfisch, dass Hechtbrütlinge in Konkurrenz mit natürlich aufkommenden Tieren gleicher genetischer Herkunft unterlegen waren. Die Jahrgangsstärke wurde durch Hechtbrütlingsbesatz nicht erhöht. Sie war ähnlich zu der in Kontrollteichen ohne Besatz, in denen Hechte natürlich ableichten. Gleichsam waren die besetzten Tiere, die in der Hechtbrutanlage in Emden produziert und dann in die Teiche ausgesetzt wurden, zu Jahresende nur halb so groß wie die Wildhechte, die im Teich natürlicherweise hochgewachsen waren. Das und ihre deutliche erhöhte Sterblichkeit waren deutliche Belege für die Unterlegenheit von künstlich erbrüteten Hechtlein. Zurück zu den Anglern in Niedersachsen. Wir fangen hinten in der Boje. Um die Erfolge oder Misserfolge der Besatzmaßnahmen in insgesamt 18 Seen der teilnehmenden Angelvereine zu erfassen, sind die Wissenschaftler vom IGB Berlin von Frühjahr bis Herbst 2012 ständig unterwegs. Über 30.000 Kilometer kreuz und quer durch Niedersachsen. Von Helmstedt nach Schönewörde und weiter nach Bramsche, Peine und Stapel. Tilo Pagel und Daniel Hühn wollen im Jahr 2012 herausfinden, wie viele der markierten Hechte in den Gewässern überlebt haben und wie hoch die Bestände der Satzfische im Vergleich zu denen der Wildfische sind. Die Elektrofischerei ist dafür eine schonende und elegante Methode zugleich, die allerdings nur ufernah funktioniert. Im Umkreis von einigen Metern um die Anode betäubt der Strom die Fische und bringt sie so an die Oberfläche. Ist der Fischkasten der Forscher gut gefüllt, geht es ans Land. Hier erfolgt dann eine detaillierte Untersuchung ihrer Schützlinge. Dank der Markierungen kann Daniel Hühn per Scanner die besetzten Hechte von den Wildfischen unterscheiden. Zunächst sieht es so aus, als ob recht viele Satzfische überlebt haben. Doch am Ende wird herauskommen, dass es nur in ganz wenigen Ausnahmegewässern und nur kurzzeitig zu einem Besatzerfolg gekommen ist. Schon nach wenigen Monaten sind die Bestände wieder auf dem Ausgangsniveau. Der Besatz war also wirkungslos.
Ist auch ein Wiederfang mit 69,62. Um die Fangergebnisse doppelt abzusichern, verlassen sich die Forscher vom Besatzfischteam jedoch nicht nur auf die eigenen Ergebnisse und nehmen so auch die Angler genauestens unter die Lupe. Mithilfe hunderter speziell entwickelter Angeltagebücher erfolgt eine zusätzliche weitere Evaluation des Fischbesatzes. Steigen die Fänge nach Besatz an? Gerade beim Karpfen sind die Forscher auf die Fangbücher angewiesen. Denn elektrisch lässt sich dieser Fisch nicht gut erfassen. Und auch Netzfängen entzieht sich der schlaue Karpfen gern. Werden in den Angeltagebüchern nicht nur der Fang, sondern auch die Zeit des Fischens mitnotiert, erhält man sehr genaue Aussagen über den tatsächlichen Fischbestand eines Gewässers. Das ist neu und ein wichtiges Ergebnis des Besatzfischteams. Wir würden als Projekt den Angelverein raten, die Fänge wirklich pro Angler und pro gefischter Zeit zu vermerken. Das ist eben ein relativ einfaches Mittel, was eben jeder Angelverein durchführen kann, ohne großen Aufwand. Und dann eben die Anzahl der gefangenen Fische durch die gefischte Zeit zu dividieren und hier dann einen Mittelwert über alle Vereinsangler im Angelverein zu ermitteln. Und ja, wir konnten eben zeigen, dass dies als ein sehr gutes Maß eben für die Fischbestandsentwicklung dienen kann und von daher eben eine Verbesserung der Bewirtschaftung ermöglicht. Ende 2012 stehen die ersten Ergebnisse fest und werden in allen Angelvereinen vorgestellt und diskutiert. Und im Prinzip haben wir vermutet, dass wir in strukturärmeren Gewässern mit wenig Kraut wir insgesamt weniger Hecht haben. Zweitens, dass die Bestandssteigerung vor allen Dingen, also durch Besatz vor allen Dingen in diesen strukturarmen Gewässern erfolgen sollte. Also sowas wie Dahnsee, was wir strukturreich einschätzen, hätten wir genauso wie ihr gesagt, da passiert kein Effekt. Aber in strukturärmeren Gewässern sehr wohl. Also zum Beispiel im Horst. Mit Blick auf die Anglerfänge war der Besatz mit Karpfen erfolgreich. Diese stiegen proportional mit einer Erhöhung der Besatzmenge. Für den Hecht allerdings stellen sich die Besatzerfolge überraschend und wie nur teilweise von Anglern und Wissenschaftlern vermutet, als ein äußerst kurzfristiges Ereignis dar. Erstaunte Blicke während der gemeinsamen Auswertung mit den Anglern. Bereits nach wenigen Monaten fallen die Hechtbestände wieder auf ihr Ursprungsniveau zurück. Die Hechte regulieren sich durch Kannibalismus auf ein Niveau ein, das die Gewässer ernähren kann. Die sogenannte ökologische Tragekapazität des Gewässers. Diese schwankt von Gewässer zu Gewässer, kann aber auch durch Besatz nicht erhöht werden. Sofern eine Reproduktion stattfindet, kann der Bestand des Hechtes durch Besatz nicht angehoben werden. Was ganz stark auffällt, ist bei geringer und hoher Besatzdichte dieser kurzfristige Peak, Besatzerfolg, sofortiger Abfall wieder auf Ursprungsniveau. Das sieht man im Prinzip überall. Doch dank der Markierungen können die Wissenschaftler nachweisen, dass sich die Zusammensetzung der Bestände geändert hat. Es finden sich jetzt auch einige Satzhechte im Bestand, bei gleichen Bestandshöhen wie vor Besatz wohlgemerkt. Mit anderen Worten, einige Fremdlinge haben sich etabliert, ohne dass die Bestandsgröße erhöht wurde. Anschaulich für die Angler stellt Daniel Hühn diese Forschungsergebnisse den Petri-Jüngern vor. Fischereilich stellt sich Hechtbesatz als eine völlig wirkungslose Maßnahme dar, da die Bestandszahlen gleich geblieben sind. Da die Population jedoch nach Besatz anders zusammengesetzt ist und auch Fremdhechte enthält, geht man ein naturschutzfachliches Risiko ein. Den Verlust genetisch angepasster Fische durch Besatz. Vor allem dann, wenn man sehr viele Besatzfische auf relativ wenige natürlich aufkommende Fische setzt und es dann zwangsläufig zu einer Einkreuzung und Vermischung von Populationen
in der Reproduktion kommt. Tatsächlich haben wir sowas, die Hypothese gehabt als Forschungssicht, dass es mehr Hechtbesatz relativ wenig Erfolg stiftet. Wir waren uns aber auf keinesfalls sicher. Gerade der Besatz größerer Tiere hätte durchaus zu einem Erfolg führen können. Oder in Gewässern, wo es wenig Naturaufkommen gibt, zum Beispiel wenig Struktur, wenig Unterwasserpflanzen, wo es also Platz gibt sozusagen, hätten wir tatsächlich auch einen höheren Besatzerfolg beim Hecht erwartet. Wir wurden also auch überrascht, indem wir festgestellt haben, dass es egal welches Gewässer, man hat keine Bestandssteigerung gehabt. Also das war schon eine Überraschung, auch aus wissenschaftlicher Sicht, das nochmal in der Klarheit zu sehen. Ja, das Tolle war eben, dass wir 18 Gewässer genutzt haben und somit diese Ergebnisse nicht nur auf einen Zufallseffekt in einem bestimmten Gewässer zurückzuführen sind, sondern tatsächlich stabil sind über alle. 3 Jahre lang haben Forscher und 5 Angelvereine gemeinsam den Zyklus einer lernfähigen Hege und Pflege durchlaufen. Weitere 12 Vereine haben sich bei Seminaren und Umfragen beteiligt. Insgesamt hat das Besatzfischteam 95 Workshops und über 100 Befischungen hinter sich gebracht. Circa 1000 Angler führten ein Angelbuch und tausende von Umfragebögen wurden durch Deutschland hin und her geschickt. Die nun vorliegenden neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse erhalten nun Einzug in die Fachliteratur und die Promotionen der Besatzfischdoktoranden. Über 60 wissenschaftliche Aufsätze sind bereits in den letzten 4 Jahren verfasst worden. Doch was ist mit den Anglern? Können sie etwas aus dem Projekt mitnehmen? Mithilfe von Fragebögen haben die Sozialwissenschaftler des Besatzfischteams ihr Hand-in-Hand-Konzept kritisch unter die Lupe genommen. Nach der Auswertung steht fest, es gab anfangs in den meisten Angelvereinen eine große Mehrheit, die Hechtbesatz als durchaus erfolgreich einschätzten. Am Ende des Projektes Besatzfisch sank dieser Anteil jedoch erheblich. Ein tatsächlicher Erkenntnisgewinn hat stattgefunden. Fakten wissen zum Beispiel, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit großer Fische höher ist als die von kleinen oder dass Fische aus lokalen Beständen besser an ihr Gewässer angepasst sind als fremde Fische, ließ sich besonders gut auch durch Frontalunterricht in den Seminaren vermitteln. Hier zeigen sich deutliche Effekte in den Evaluierungen durch Besatz. Eine Veränderung des gesamten Hegekonzeptes allerdings, das auch Alternativen zu Besatz zulässt, wurde erst durch intensive Zusammenarbeit und das Erfahren der Ergebnisse am eigenen Leibe ermöglicht. Es hat mich zwar überrascht, bei welchen Gewässern. Da habe ich wohl gedacht, gerade die nahrungsreichen Gewässer, dass man da vielleicht mit dem Besatz noch was steigern könnte, aber es hat sich wohl als anders herausgestellt. Ich war einer derjenigen, der vehement und auch lautstark dafür war, es müssen Hechte eingesetzt werden. Und da habe ich mich auch schon manchmal, naja, ich will nicht sagen an der Köppe gehabt, aber doch sehr intensive Diskussionen geführt, sagen wir es mal so. Und jetzt nach diesem Projekt und nach dem gestrigen Abend, und ja, auch schon eher, wir haben ja schon eher so darüber gesprochen, muss ich meine Meinung revidieren. Ich war falsch. Auf der anderen Seite der Karpfen, genau das Gegenteil, da war der Besatz extrem erfolgreich. Nach dem Besatz, wir konnten also feststellen, dass sich die Anglerfänge steigerten und je mehr man besetzte, desto höher waren die Anglerfänge, also ein klarer Beleg für bestandssteigernde Effekte. Und der große Unterschied liegt einfach in den Voraussetzungen, dass wir eben beim Hecht Konkurrenzsituationen haben. Es gibt wahrscheinlich natürliche Begrenzungen des Aufkommens und man kann mit Besatz dann auch diese Beschränkungen nicht einfach umgehen, während es beim Karpfen keine Konkurrenzbeziehungen gibt und der Karpfen an sich auch konkurrenzstark ist gegenüber anderen Fischen. Und in diesen Bedingungen setzt sich der Fischbesatz dann auch, kann sie erfolgreich gestaltet werden. Andere Beispiele dafür wären zum Beispiel Aale, die in der Regel auch sehr erfolgreiche Besatzmaßnahmen stellen. Andere Beispiele für die Hechtsituation wäre sowas wie Zander, Barsche, vielleicht andere Raubfische, wo es einfach natürliches Aufkommen gibt und es eine natürliche Begrenzung der daraus dann herauswachsenden Bestandsgrößen gibt. Und wenn das existiert in einem Gewässer, dann kann man mit Besatz eben auch nicht die Bestände erhöhen. Ja, und die Konsequenz ist dann einfach auch für die Praxis oder für die Angler, tatsächlich solche Besatzmaßnahmen vielleicht auch kritisch zu überdenken und das Geld vielleicht in effektivere
Geschichten zu stecken. Besatz ist also nicht immer erfolgsversprechend. Gemäß des Konzeptes der lernfähigen Hege gilt es, nun neue Ziele und Maßnahmen zu formulieren. Doch welche Alternativen zu Besatz gibt es? Neben dem Fischbesatz stehen den Angelvereinen zwei weitere Richtungen zur Verfügung, um ihre Fischbestände zu erhöhen. Zum einen ist das die Verbesserung der Lebensräume selbst. Durch das Einbringen von Totholz, die Förderung von Krautbeständen oder die Renaturierung von Bachläufen können sie, vielleicht auch in Kooperation mit Naturschutz- und Umweltbehörden, Unterstände schaffen und so die Tragekapazität der Gewässer für die Zielarten erhöhen. Auch Schongebiete, Schonzeiten und Schonmaße wirken sich auf die Fischfauna aus. Hier gibt es noch viele Verbesserungspotenziale. Beispielsweise werden durch die Festlegung von Mindestmaßen, die dem Angler vorschreiben, ab welcher Größe er einen gefangenen Fisch dem Gewässer entnehmen darf, derzeit vor allem kleine, erstmalig reif werdende Fische geschützt. Besatzfischleiter Robert Adinghaus ist jedoch überzeugt, der Schutz großer, robuster Laichtiere mit einer hohen Fruchtbarkeit ist für die Erhaltung eines sich selbst reproduzierenden Fischbestandes genauso wichtig. Sein Vorschlag: statt Mindestmaße Entnahmefenster einführen, die sowohl die Entnahme von ganz kleinen als auch von ganz großen Laichanwärtern verbieten. Als Faustregel gilt hierbei, nur Fische, die quer durch das Fenster passen, dürfen mitgenommen werden. Weshalb statt Entnahmefenster auch gern der Ausdruck Küchenfenster verwendet wird. Doch auch diese Wirkung ist noch weitestgehend unerforscht. Hier bleibt noch viel zu tun für Angler und Wissenschaftler. Wir fassen zusammen. Wenn die Erfolgsaussichten und Risiken bestimmter Hegemaßnahmen im Verein unklar sind, hilft nur der Versuch am eigenen Gewässer. Die Orientierung an den Phasen der lernfähigen Hege und Pflege werden dabei zum Erfolgsschlüssel. Dazu gehört eine genaue Ist-Analyse, eine darauf aufbauende Zielformulierung, Abwägung verschiedener Maßnahmen, Risikoabwägung, Entscheidung für ein Vorgehen und seine Umsetzung, die spätere Überprüfung der Erfolge und gegebenenfalls Korrektur der Ziele und Maßnahmen. Dies sind die wichtigen Eckpunkte einer langfristigen, ökonomisch und ökologisch sinnvollen Bewirtschaftung eines Gewässers. Doch können die Angelvereine künftig eine lernfähige Hege und Pflege ohne teure wissenschaftliche Methoden auch selbst in die Hand nehmen? Genau dafür will Besatzfisch eine Lanze brechen. Was sind jedoch die Möglichkeiten? Ein kleines, aber feines Experiment von Besatzfisch zeigt, wie Erfahrungswissen der Vereine aufwendige Analysen wie Markierungen und Elektrofischerei teilweise ersetzen kann. Während der Seminare wurden die Angler aufgefordert, Schätzungen ihrer Hechtbestände abzugeben. In 15 von 18 Gewässern lagen dabei die mittleren Bestandsschätzungen der Angler innerhalb der wissenschaftlichen Unsicherheit. Das heißt, dass man hier auch ohne Befischungen rein aus der Beobachtung sehr gut die Bestände quantifizieren konnte. Zu Fehleinschätzungen kam es vor allem in sehr kleinen Seen. Hier wurden die Bestandszahlen meist überschätzt. Noch exakter waren die Werte bei Gruppen, in denen erst nach einer intensiven Diskussion eine Schätzung abgegeben wurde. Für die Wissenschaftler ein überraschendes Ergebnis. Also die Idee der sogenannten Schwarmintelligenz ist ja nun keine neue. Das steckt als Prinzip dahinter. Aber dass man eine nicht zählbare Ressource, Fische sind unter Wasser, sind unsichtbar und schwimmen irgendwie rum, dass da also sozusagen die Mittelwertschätzung von ganz vielen unterschiedlichen Leuten relativ nah an der Realität ist, ist phänomenal. Als alternative Monitoring-Methode können auch Fangbücher herhalten. Durch einen kurzen Eintrag über ihren Angelerfolg
kann so jeder Petri-Jünger seinen Beitrag zur Fangstatistik leisten. Hier haben die Forscher vom IGB allerdings noch einen wichtigen Tipp. Zusätzlich zu den Fängen muss unbedingt die Zeit des Fischens mit aufgeführt werden. Denn erst dann lassen sich die Aussagen über die Entwicklung der Fischbestände treffen. Dieses wichtige Detail wird in der Praxis oft unterschlagen. Und warum eben diese gefischte oder die Berücksichtigung der gefischten Zeit so wichtig ist, wird relativ leicht deutlich. Wenn zum Beispiel ein Vereinsangler in einem Jahr 10 Karpfen gefangen hat und in dem darauffolgenden Jahr nur einen Karpfen gefangen hat, dann würde man recht schnell schlussfolgern, dass der Bestand stark rückläufig ist in den Gewässern. Nun kann es aber sein, dass ihm dieser Angler in dem ersten Jahr auch 10-mal mehr geangelt hat oder 10-mal mehr am Gewässer war. Und damit wäre dann der Einheitsfang, also Fisch pro Zeiteinheit, zwischen den beiden Jahren gleich, also der Bestand auch gleich. Deshalb müssen die Fänge unbedingt mit dem Zeitaufwand dividiert werden, um so vergleichbare Ergebnisse zu bekommen. Und das sind genau so eine Punkte, wo lernfähige Hege und Pflege eingreift. Weil man als Verein vielleicht da steht und sagt, ich habe eine Alternative zu Hechtbesatz. Mein Ziel ist, Fischbestände zu erhöhen. Das ist mein Ziel. Und ich habe jetzt als Methodenmix die Wahl zwischen Totholz einbringen, Schongebiet einsetzen, Küchenfenster oder erhöhte Mindestmaße als Beispiel. Und man ist sich unsicher, welches dieser Maßnahmen bringt den gewünschten Erfolg. Das sind genau die Situationen, wo man jetzt lernfähige Hege und Pflege einsetzen kann und sagen kann, gut, ich probiere das an 2 Gewässern aus, mit einem Küchenfenster, 2 Gewässer verändere ich meine Uferstruktur und ich mache eine Erfolgskontrolle, vielleicht über Anglerfänge, was passiert. Und die kann jeder Angelverein jederzeit auch selbstständig oder in Begleitung der Verbandsbiologen umsetzen. Davon ist das Besatzfischteam überzeugt. Jeder Versuch macht klug. Eine Kernbotschaft des Projektes Besatzfisch, das sich mit einer gemeinsamen Bewertung im Sommer 2013 zu einem Ende neigt. Für die teilnehmenden Angelvereine waren die vielfältigen wissenschaftlichen Untersuchungen mit Elektrofischerei, Gewässerstrukturanalysen, gemeinsamen Planungsrunden und dem vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin begleiteten Fischbesatz von Hechten und Karpfen eine einmalige Gelegenheit, ihre Gewässer noch besser kennenzulernen. Und überhaupt an so einem Projekt mal teilzunehmen, das ist einmal im Leben, sage ich mal, ne, wo man so eine Möglichkeit hat. Also, wir haben so ein, zwei Gewässer, wo die Besatzpolitik auch nicht so ganz einfach ist und letztendlich auch so Interesse halber, dass man mal gucken kann, unter anderem auch wissenschaftlicher Unterstützung, wo kann man ansetzen. So, das Thema Besatzfisch ist ja insgesamt in Deutschland noch nicht so ganz geklärt. Ne? Das ist eine gute Sache. Besatzfisch ist ein Projekt, das in Deutschland zu großen Teilen in Niedersachsen realisiert wurde. Doch die Themen von Besatzfisch strahlen über Deutschland hinaus. Bei einem wissenschaftlichen Jahrestreffen von Besatzfisch sind Teilnehmer aus England, den USA, Australien und Japan zu Gast. Doch warum? Vor allem die allumfassende Perspektive über wissenschaftliche Disziplinen hinaus, genannt interdisziplinäre Forschung, und das gemeinsame Lernen mit Anwenderinnen und Anwendern, genannt transdisziplinäre Forschung, findet Anklang. Ja, was bewegt mich, hier einige Tage herzukommen und mehr über das Projekt zu erfahren? Es ist das Inter- und Transdisziplinäre, aber nicht in herkömmlichem Sinne. Nach meiner Erfahrung haben die meisten Wissenschaftler nicht die Möglichkeit, solche Arbeit zu machen. Roberts Gruppe macht dies jedoch in einer sehr durchdachten und ausgeklügelten Art und untersucht viele Aspekte des Fischbesatzes. Individuelle Forschung bedeutet normalerweise, sich auf nur ein Gebiet zu konzentrieren, auf Sozialwissenschaft, Ökonomie oder Ökologie. Und diese Gruppe betrachtet wirklich alle relevanten Gebiete des Fischbesatzes. Auch international wird also erkannt, Projekte wie Besatzfisch, die über Fachgrenzen hinaus Probleme bearbeiten und
Die Praktikerinnen und Praktiker vor Ort mit einbinden, sind die Zukunft der Nachhaltigkeitsforschung. Besatzfisch zeigt, dass Forscher und Praktiker gemeinsam für eine nachhaltige Naturnutzung eintreten. Und es lohnt sich, weil damit viele neue Erkenntnisse generiert werden, die sofort in die Praxis einfließen, ohne einen Umweg über die wissenschaftliche Literatur zu machen.